Es scheint so, als ob der kleine Schmetterling von Drew Barrymore für immer fliegen wird. Und er nimmt sogar seine Freunde mit auf die Reise. Die frische Mutter kann sich immer noch im Bikini zeigen und sie zeigt auch ihre Tattoos. Sie sagt im Star Magazine, dass sie die Tätowierungen weglasern lassen möchte, und zwar für ihren Ehemann Will Copelman. Sie plant sogar, seinen jüdischen Glauben anzunehmen. Und um in einem jüdischen Friedhof begraben zu werden, muss sie ihre Tätowierungen loswerden. Dann muss sie wohl zuerst das Kreuz an ihrem Bein weglasern lassen. Es wird berichtet, dass Drew für sich selbst diesen Schmerz durchmachen will und sie will eine Santa Barbara-Mutter sein und ihre eher konservative Umgebung könnte ein Drama aus ihren Tattoos machen. Die 38-Jährige ist wirklich kein wildes Mädchen mehr.